Man hat uns in den vergangenen Wochen wiederholt vorgeworfen, wir wären verfassungsfeindlich, weil wir sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir aber sagen ja zum Grundgesetz und nein zur Scharia. Wir sagen ja zum Tierschutz und daher nein zum Schächten. Wir sagen ja zum Schutz des Lebens und daher nein zu Ehrenmorden. Wir sagen ja zur Selbstbestimmung der Frau und daher nein zur Zwangsheirat. Wir sagen ja zur Sicherheit und daher nein zur Vollverschleierung. Wir sagen ja zu Gleichberechtigung und daher nein zur Unterdrückung der Frau. Wir sagen ja zur Religionsfreiheit und daher nein zur abschätzigen Betrachtung als Ungläubige. Kurz gesagt, wir sagen ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und daher nein zum politischen Islam. Liebe Mitstreiter, wir sind die Verteidiger und Hüter unserer Verfassung und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wer hingegen Strafmilderung bei Ehrenmorden will, wie unser Bundesjustizminister Maas oder der Justizminister von Rheinland-Pfalz, der da überlegt, parallele Schiedsgerichte der Scharia einzuführen, der gefährdet unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, jawohl. Super.